So, die Aufzeichnung läuft jetzt und jetzt drücke ich auf Starten. Ja, einen schönen guten Abend Ihnen allen zu unserer Online-Podiumsdiskussion an Plädoyer für den Freihandel. Ich begrüße im Namen der Konrad-Adenauer-Stiftung einerseits, andererseits aber eben auch der Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus in Rhöndorf. Es ist geeinigt, dass wir das einer Person zusammenziehen, um es knapp vorneweg zu halten. Das Thema selbst basiert auf einer Studie, die Adenauer-Stiftung gleichnamigen Titel, ein Plädoyer für den Freihandel, sich herausgegeben hat. Und es eignet sich als Thema auch besonders gut für eine Kooperation zwischen Adenauer-Stiftung und Stiftung Bundeskanzler Adenauer-Haus. Denn das Adenauer-Haus bewahrt eben nicht nur die Tradition für im Namen des Gründungskanzlers der Bundesrepublik Deutschland, sondern eben auch Grundlegendes für die Bundesrepublik Deutschland. Und der Freihandel gehört zu dem grundlegenden Sicherheit dazu. Ja, ich darf ganz herzlich begrüßen das Podium schon einmal in der Reihenfolge der Impulse gleich zunächst Professor Dr. Hans-Jörg Hennecke, Hauptgeschäftsführer von Handwerk NRW, aber zugleich Mitglied des Beirats der Stiftung Bundeskanzler Adenauerhaus. Dann Frau Professor Dr. Gelina Kolev, Professorin für internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Hochschule Rhein-Main, Wiesbaden, zugleich Leiterin der Forschungsgruppe Gesamtwirtschaftliche Analysen und Konjunktur, Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Dann Herrn Professor Dr. Luca Rebeggiani, Professor für Volkswirtschaftslehre an der FOM-Hochschule in Bonn und zugleich tätig beim Fraunhofer Institut für angewandte Informationstechnik in St. Augustin. Moderiert wird das Ganze von Kollegen aus Berlin, Professor Dr. Jan Czernicki, der auch die Gesamtpublikation, von der ich eben sprach, verantwortet. Zunächst noch zwei, drei technische Hinweise.
vor allen Dingen der Hinweis, dass nicht so viel zu beachten ist diesmal, denn Sie als Zuschauerinnen und Zuschauer sind im Bild ja nicht zu sehen und nicht zu hören. Sie können aber über F und A, das finden Sie, wenn Sie Cursor unten, horizontale Leiste gehen im Bild bei Ihnen, Fragen stellen, die wir dann versuchen, je nach Menge unterzubringen in der Diskussion. Die Diskussion selbst wird aufgezeichnet. Ansonsten dürfte technisch soweit alles klar sein. Ich danke an dieser Stelle ganz herzlich dem Podium, unseren Gästen, Moderator aus Berlin und natürlich auch im Hintergrund Herrn Tresp und Frau Ullmann, die technisch uns zur Seite stehen heute Abend. Bevor ich direkt überleite zur Runde, zum Podium, haben wir eine kleine Umfrage für Sie vorbereitet. In der Ära Adenauer-Erhard hat sich Deutschland auch ökonomisch zur Welt geöffnet oder wieder geöffnet. Halten Sie diese Grundentscheidung ebenfalls für die Fragen unserer Zeit wie Klimaschutz und Wohlstandssicherung oder Wohlstandsgenerierung für richtig? Es geht es darum, einfach ein Stimmungsbild zu bekommen, das wir dann gegebenenfalls in die Diskussion mit hineingeben können. Klicken Sie einfach an und warten einen Augenblick. Jetzt haben wir eine Minute gewartet und es hier mal auf Beenden der Umfrage. Ah, jetzt kommt noch eine wichtige, kommt noch eine Nein-Stimme. Die wollen wir nicht unterschlagen. Geben wir die Resultate einmal frei. Es ist also verblüffend klares Votum hier in dieser Runde. Das wäre vielleicht nicht überall in gleicher Form so, aber zumindest ein klares Votum kann ich unserem Moderator, Dr. Jan Czernicki, mit auf den Weg geben und reiche an dieser Stelle einfach weiter. Ja, herzlichen Dank, Herr Schneider, und auch einen schönen guten Abend an die Diskussionsteilnehmer und die Zuschauer von meiner Seite. Ja, wenn wir das Ergebnis der Umfrage repräsentativ hätten und die gesamte Bevölkerung so denken würde, dass 93% ein wirtschaftlich offenes Deutschland und Europa bevorzugen, müssten wir, glaube ich, heute gar nicht groß diskutieren. Ich glaube aber, nicht zu viel zu sagen, wenn ich meine, dass es nicht unbedingt so ist, dass es durchaus auch Stimmen gibt, die einer offenen Wirtschaft, einem Freihandel oder auch dem allgemeinen Begriff Globalisierung skeptisch entgegenstehen. Man hat das gesehen bei Diskussionen zu Freihandelsabkommen wie TTIP vor einigen Jahren, jetzt gerade zu Mercosur, dass es da große Widerstände gibt. Ich denke, auch im aufziehenden Wahlkampf wird auch vieles diskutiert werden, gerade anhand der Bruchlinien Armut, Reichtum, Klimaschutz, die von einigen Seiten als Widerspruch zum Freihandel dargestellt werden. Wir in der Adenauer-Stiftung, ich persönlich glaube nicht, dass das stimmt. Wir glauben, ich denke zu Recht, dass Freihandel, dass Globalisierung etwas Positives ist, dass es allgemein den Wohlstand fördert und auch in anderen Bereichen, bezüglich auf Umweltschutz und anderes, nicht so schädlich ist, wie es oft dargestellt wird. Aus diesem Grund haben wir vor einiger Zeit die Publikation Ein Plädoyer für den Freihandel, wurde gerade von Herrn Schneider gezeigt, veröffentlicht. Diese Publikation kann man runterladen. Wir werden im Verlauf des Abends einen Link einblenden, wo man sie auch finden kann, dass sie als Zuschauer sie auch lesen können. Zwei Autoren, nämlich Frau Professor Kohler und Herr Professor Rebbe-Jahn, sind auch heute Teil dieses Panels.
Und in dieser Publikation haben wir versucht, mit rationalen Argumenten, mit wissenschaftlich belegten Argumenten zu zeigen, dass Freihandel etwas deutlich Positives ist. Und dies werden wir heute Abend mit den drei Panelisten diskutieren und hoffentlich auch mit Ihnen. Bitte stellen Sie viele Fragen, bringen Sie sich ein, sodass wir zu einer interaktiven und offenen Diskussion kommen. Ich freue mich besonders über unseren ersten Panelisten, Herrn Professor Dr. Hans-Jörg Hennecke. Das tue ich deswegen, weil man, wenn man über Freihandel spricht, oft an Großkonzerne denkt. Dass die Großkonzerne miteinander Handel treiben und man auch nicht vergisst, was wirklich die deutsche Wirtschaft ausmacht, die eben aus kleineren Unternehmen besteht und auch gerade aus dem Handwerk. Und das Handwerk als Rückgrat des, der deutschen Wirtschaft wird meines Erachtens oft vergessen, wenn man über Globalisierung und Freihandel spricht. Darum freue ich mich sehr darüber, dass Herr Hennecke uns dazu genaueres gleich sagen kann. Herr Hennecke studierte politische Wissenschaft, mittlere und neuere Geschichte und Staatsrecht in Bonn und hat dort selbst und in Stanford promoviert. Seit 2010 lehrte er an der Universität Rostock und Kiel und ist, das stimmt nicht, er hat schon früher an der Universität Rostock und Kiel gelehrt, entschuldigen Sie das, aber seit 2010 ist er außerplanmäßiger Professor an der Universität Rostock. Neben seiner universitären Karriere war er in verschiedenen Funktionen in der Handwerkskammer Nordrhein-Westfalen aktiv. Seit 2018 ist er Geschäftsführer der Handwerkskammer von Düsseldorf und seit 2019 Hauptgeschäftsführer von Handwerk NRW. Auch vielleicht ganz spannend im Rahmen der Diskussion ist auch, dass er im Beirat sitzt der regionalen Direktion Nordrhein-Westfalen der Bundesagentur für Arbeit. Auch das kann man sich nicht in die Diskussion gut einbringen. Herzlich willkommen, Herr Hennecke, und vielen Dank, dass Sie heute Abend sind. Und das Wort ist Ihres. Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich bin ja hier ein Nicht-Ökonom in dieser Runde und ja, als Politikwissenschaftler und Ideenhistoriker mit etwas anderem Zugang versehen zu diesen Fragen und das, was wir gerade schon angeschnitten haben, diese Frage der Herausforderung, wie sehr wird Freihandel akzeptiert, wie sehr wird die Öffnung nach außen akzeptiert oder angefochten. Das ist ja im Grunde eine Grunderfahrung der Generation, die auch nach 1948 die soziale Marktwirtschaft in Deutschland begleitet hat, mit eingeführt hat. Das heißt, wir haben hier eine, sagen wir, auch wiederkehrende Debatten, sozusagen Wellenbewegungen zwischen Öffnung und Schließung, ne, zwischen Freihandel und Autarkie, die wir seit dem 19. Jahrhundert immer wieder mal beobachten können und auch gerade in den letzten zwei, drei Jahrzehnten auch sehr schön beobachten konnten, wie diese Stimmungen auch wechseln und sozusagen die Vorzeichen auch der Debatte sich ändern. Und das sind eben im Grunde Generationenerfahrungen, die wir auch bei der Generation, die dann um 1950 herum in Deutschland intellektuell und politisch wichtig war, beobachten können. Der Begriff Freihandel ist ja für uns heute so fast ein provokativer Begriff. Und wenn man auch über die soziale Marktwirtschaft als Begriff nachdenkt, würden viele zucken, wenn man sie als neoliberal oder als freiheitlich verstehen würde. Ne? Weil wir haben uns sehr daran gewöhnt, soziale Marktwirtschaft als Addition, ja, von Freiheit und Planwirtschaft oder von Freiheit und oder von Markt und Interventionismus zu verstehen, von Regulierung und Offenheit, also sondern als Hybridkonstrukt, aber nicht als eine klare Ordnungsentscheidung im Sinne der Freiheit. Ne? Und das ist aber ein Punkt, den man sich, glaube ich, vor Augen führen muss, dass die allermeisten Autoren, ne, die auch Politiker, die sich in den 50er Jahren um den Begriff geschart haben, sich in dem Sinne als neoliberal verstanden haben, weil sie das Bedürfnis hatten, die Verantwortung gesehen haben, eine liberale Ordnung wieder aufzubauen. Und das bezog sich einerseits auf die politische Ordnung, da sozusagen die Freiheit im Sinne der Demokratie und des Rechtsstaats wiederherzustellen und zu festigen, im Sinne der wehrhaften Demokratie. Aber man kann das eben auch in der ökonomischen Dimension sehen. Sozusagen das Pendant zur wehrhaften Demokratie war eine Art geläuterter, erneuerter Liberalismus, der auch genau wie die politische Ordnung gesichert ist vor Missbrauch und Degeneration. Das ist das, was diese Generation in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, auch im 19. Jahrhundert erlebt hat, dass eine an sich sehr freiheitliche Ordnung im 19. Jahrhundert, wir reden ja heute immer sehr abschätzig über Manchester-Liberalismus beispielsweise, der sehr interessante Lösungen hatte für Sozialpolitik und auch Freihandel als
Armutsbekämpfungspolitik verstanden hat, ist sehr negativ besetzt heutzutage. Wir haben da sozusagen einen Wendepunkt so um 1870 herum, wo wir sukzessive über Schutzzölle, Kolonialismus, Protektionismus ein Abdriften in einen Zerfall der Weltwirtschaftsordnung haben. Das hat sich dann nach dem Ersten Weltkrieg ja nochmal sehr stark verstärkt, auch durch die Wirtschaftskrisen und die Inflation, die dann viele der kriegsbeteiligten Länder auch betroffen hat. Und bis eben hin zur Weltwirtschaftskrise 1929 mit eben auch dann in Deutschland etwa dem Ruf nach Autarkie. Das war dann ein Schlachtruf, der dann in den Jahren 32, 33 vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten herumgeisterte. Und wenn man sich anschaut, wie Autoren wie Walter Eucken, internationalen Wirtschaft, des Offenhaltens der Märkte, ein ganz, ganz wichtiges Motiv. Und wir haben auch versucht, dann sagen wir, ideenhistorische Vorbilder im 19. Jahrhundert zu finden mit Ricardo oder Listen, wo wir Anknüpfungspunkte finden konnten, in Richtung Freihandel und das eben auch verstanden haben, nicht nur als wohlstandssteigerndes Instrument, sondern auch als friedenssicherndes Instrument. Also Freiheit, Freihandel sozusagen auch als Friedensinstrument. Und das ist eben sagen dann die Tiefpunkte im Zweiten Weltkrieg völlig zerschollen und das wurde dann sozusagen als Konzept sozusagen wieder in Gang gebracht, wieder präsentiert und hat sich eben vor allen Dingen in der Bundesrepublik manifestiert, sodass also diese historische Erfahrung sozusagen das war, was sozusagen die mit dem also nicht nur sozusagen die Währungsreform, nicht nur die Zusammenlegung der drei Besatzungszonen, nicht nur die Freigabe der Preise im Inneren und der Deregulierung im Inneren, die ja auch durchaus einige Jahrzehnte gedauert hat, bis sie vollzogen war, sondern auch die Öffnung nach außen, die Reintegration im Weltmarkt war immer Teil dieser Strategie, dieser ökonomischen Strategie, Wohlstand schaffen durch Rückkehr auf den Weltmarkt. Und das lässt sich da an ganz vielen Themen natürlich in den 50er, 60er Jahren im Detail nachvollziehen, wie das sozusagen als konsequente Fortentwicklung der Grundentscheidung von 1948 auch von Erhard verfolgt wurde, auch durchaus im Sinne einer friedenssichernden Politik. Und das kann man im Grunde mit etwas anderen Vorzeichen, würde ich sagen, bei Adenauer auch verstehen und sehen. Bei Adenauer ist sicher, wenn man ihn sozusagen als zweite, sicher wichtigere Gründungsfigur auch noch sieht, aber nicht das ökonomische Denken im Vordergrund. Es hat da oft eher einen funktionellen Charakter, sozusagen das Ökonomische untersteht dem Primat der Politik. Ökonomische Stabilität dient der politischen Stabilität. Das ist bei ihm sehr oft zu erkennen, auch wenn es da einige gewisse, sagen wir mal, ökonomische Grundüberzeugungen gibt. Aber bei ihm war sehr, sehr früh, das kann man dann auch schon mal auch in den 20er Jahren auch bei ihm schon erkennen, eine These sozusagen angelegt, die sich dann in den 50er und 60er Jahren in praktische Politik übersetzte, nämlich den Nachbarn, also insbesondere Frankreich, Benelux-Staaten, Sicherheit anbieten durch ökonomische Verflechtung. Ja, das heißt, das Schaffen von internationalen Organisationen, die ersten Schritte sozusagen in die europäische Integration hinein dienten sozusagen der Sicherung, des Schaffens von Vertrauen der Nachbarn zu Deutschland und auch damit ein Stück weit auch eine Reintegration Deutschlands in internationale Kontexte. Ne? Das hatte sozusagen eine primär politische Funktion, das Ökonomische war sozusagen ein Mittel dafür. Deswegen gibt es da sicher auch, wenn man genauer hinschaut, etwa in der Europadiskussion, auch einige Geschmacksunterschiede zwischen Adenauer und Erhard in Bezug auf die Qualität der Integration. Das sind aber Spannungslagen, die wir auch heute noch diskutieren. Aber dieser Grundtenor ist schon bei Ihnen, bei beiden angelegt, die Entschlossenheit, die Stabilisierung Deutschlands und die Sicherung Deutschlands auch dadurch zu erreichen, dass man eine internationale Integration herstellt und durch Verflechtung, durch Öffnung des Handels, durch Schaffen von eines gemeinsamen Wirtschaftsraumes mit den Nachbarn und durch weltweite Integration
sozusagen eine Situation gemeinsam gegenseitigen Nutzens zu schaffen. Das ist, das kann man sozusagen als gemeinsame Haltung erkennen. Und wenn man das sozusagen bilanziert und also einige Begriffe reflektiert, die ich jetzt so nebenbei habe fallen lassen, sieht man sehr schnell, das sind natürlich Themen, Konstellationen, die uns auch in der Gegenwart sehr stark beschäftigen. Also meinetwegen die Frage, die wir gerade aktuell in der EU diskutieren, der strategischen Autonomie. Also wir haben gerade in der EU eine sehr starke Diskussion. Wollen wir freihändlerisch angelegt sein? Wollen wir ein offener Binnenmarkt sein? Wollen wir nach außen offen sein? Oder wollen wir nur nach innen offen sein? Legen wir Wert darauf, dass wir bestimmte Lieferketten wieder sozusagen innerhalb der eigenen Grenzen halten und uns damit unabhängiger machen von anderen? Oder liegt die Lösung sozusagen darin, dass wir diese Außengrenzen im Agrarmarkt oder auch in Rohstoffen für die Industrie offen halten und auch bewusst diese Abhängigkeit eingehen. Also weil das kann man bei Erhard sehr schön nachformuliert finden, soziale Marktwirtschaft oder der Wettbewerb ist eine Abhängigkeit aller von allen. Das heißt, da gibt es auch durchaus Konstellationen, in denen man aus politischen Überlegungen heraus etwa im Bereich der Energie oder der Rüstungsindustrie sagen muss, es gibt Punkte, an denen diese Abhängigkeit nicht gut ist. Und wo man möglicherweise aus politischen Gründen auch eigene Lösungen braucht. Aber es gibt natürlich auch Umschlagpunkte, wo man sozusagen durch so eine zentrale Steuerung von Autonomie auch sehr in interventionistische Strukturen hineingerät. Das ist heute die Diskussion, die wir gerade in der EU führen. Auch die Frage, was die Kollegen sicherlich noch stärker diskutieren werden, streben wir sozusagen multilaterale Konstellationen an, wie wir sie über die GATT kennen. Oder geht es um regionale Wirtschaftszonen? Geht es um bilaterale Vertragskonstellationen, die man schafft? Und daraus entstehen natürlich einige Konflikte, einige Spannungslagen, die wir in der Gegenwart auch sehen. Aber man kann die Grundmuster der Diskussion, die wir heute vor uns haben, auch in den 50er Jahren wiedererkennen. Man kann sie auch im 19. Jahrhundert wiedererkennen. Das ist eigentlich an sich das Spannende, dass man auch jenseits der rein ökonomischen Analyse auch mal in diese ideenhistorischen Kontexte reinschaut. Ein bisschen, wenn man inspirieren lässt, auch von interessanten Leitfiguren und von interessanten Denkern, die über ähnliche Probleme in anderen Zeiten auch schon mal nachgedacht haben. Das ist vielleicht ein Punkt, an dem man auch die soziale Marktwirtschaft als historischer Bezugspunkt auch heutige Diskussionen noch befruchten kann und wo man auch sieht, es gibt da einige Grundlagen, die so zeitgebunden sind, auch für die Gegenwart immer noch etwas hergeben. Das vielleicht in aller Kürze und Gedrängtheit, sondern als Versuch, so einige Ideen historische Schneisen für das Thema zu schlagen. Herr Fennecke, Herr Professor Fennecke, ich glaube auch mal sehr guter Beitrag, um das Thema klar einzusteigen und ideenhistorisch zu starten. Und damit gebe ich dann schon mal gleich weiter an Frau Kohleff, dass wir erstmal die verschiedenen inhaltlichen Bereiche durcharbeiten können. Frau Kohleff hat an der Universität Mannheim promoviert zu Themen der europäischen Wirtschafts- und Währungsintegration und ist seit 2012 am Institut für Wirtschaft in Köln, wo sie seit 2016 die Forschungsgruppe gesamtwirtschaftliche Analyse und Konjunktur leitet. Seit 2019 ist sie auch Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Rhein-Main-Universität in Wiesbaden. Sie ist mit zahlreichen Publikationen, Vorträgen und Medienauftritten, wie zum Beispiel auch heute, immer wieder mal zu sehen. Ich glaube auch, dass wahrscheinlich die meisten Zuschauer, Frau Kohleff, Sie auch schon mal in solchen Auftritten gesehen haben. Aktueller Forschungsschwerpunkt ist handelspolitische Ansätze zur klimapolitischen Herausforderung. Und auch gerade deswegen war ich sehr froh, dass wir Frau Kohleff gewinnen konnten als Autorin im Plädoyer für den Freihandel zum Thema Klima und Freihandel, weil das ja eins der ganz zentralen Themen in der Diskussion ist. Das ist sehr oft gesagt, ist doch klar. Durch mehr Handel gibt es mehr Transport, also mehr Emissionen, also ist Freihandel schlecht fürs Klima, also müssen wir als Umweltschützer dagegen sein. Das hört man von ganz vielen Seiten, oft sehr einfache, wenig komplexe Argumente. Und Frau Kohleff hatte die Aufgabe, das mal deutlich genauer zu untersuchen. Und ich finde sehr, sehr gelungen. Ich habe da eine Menge daraus gelernt, dass man bei solchen Themen keine einfachen Antworten geben kann, dass es sehr komplex ist. Aber man durch klare Regelungen durchaus zum guten Ergebnis führen und kommen kann. Aber viel besser sagen kann das Frau Kohleff. Darum herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind, Frau Professor Kohleff.
Vielen Dank, Herr Czernicki, für die Einladung. Herr Schneider, vielen Dank, dass Sie an mich gedacht haben bei dieser Veranstaltung. Das ist eine große Ehre für mich, dabei zu sein. Ich teile mein Bildschirm bzw. eine PowerPoint-Präsentation, um einfach die wichtigsten Punkte festzuhalten, dass Sie sie vor Augen haben, wenn ich darüber spreche. Ich mache den Bildschirm auch. Beziehungsweise ich drücke auf den Präsentationsmodus. Es dauert immer einen Moment. PowerPoint ist doch noch nicht so schnell, wie wir uns das heutzutage wünschen würden. Also ich habe mich mit handelspolitischen Lösungsansätzen zu klimapolitischen Fragen beschäftigt und kann es trotzdem jetzt nicht lassen, auf zwei, drei Punkte einzugehen, die Herr Hennecke wunderbar dargestellt hat, Fragestellungen aufgeworfen hat. Wollen wir weiterhin auf den Multilateralismus setzen oder sind auch plurilaterale Ansätze zu handelspolitischen Fragen genauso denkbar? Was bedeutet die strategische Autonomie? Das sind viele wichtige Fragestellungen und ich bin mir sicher, da werden wir auch in der Diskussion sehr viel darauf eingehen. Eins ist sicher, dass der Multilateralismus die globalen Handelsregeln, die im Laufe der letzten Jahrzehnte aufgestellt wurden, sehr viel gebracht haben. Nicht nur als Friedensprojekt, natürlich ist das die größte Errungenschaft, würde ich zumindest so sehen. Sie haben aber sehr viel mehr gebracht. Also die Welthandelsorganisation wurde vor gut 25 Jahren gegründet. Sie hat nicht nur 11 Ministerkonferenzen durchgeführt und plant die 12. Sie hat auch darüber hinaus 164 Länder vereint, die ungefähr 98% des globalen Handels abdecken. Sie hat ungefähr 600 Streitigkeiten, also Streitfälle im Bereich des internationalen Handels, entweder abgeschlossen oder eben ist dabei, sie zu analysieren, zu betrachten, zu lösen. Sie hat ermöglicht, dass sich Länder weltweit spezialisieren können. Für die entwickelten Länder hat sie dazu beigetragen, dass der Wohlstand gesichert werden kann und weiter ausgebaut werden kann. Für die Entwicklungsländer hat sie aber auch einen erheblichen Beitrag dazu geleistet, dass sie einen steilen Wachstumskurs einschlagen können, manche mehr als andere. Und nichtsdestotrotz, wenn wir auf die Zahlen zur absoluten Armut weltweit schauen, da können wir erkennen, dass gerade in den letzten 25 Jahren sich sehr viel getan hat. Denn vor 25 Jahren waren ungefähr oder knapp ein Drittel der Bevölkerung gehörten zu der Gruppe, die mit weniger als 1,90 Dollar pro Tag auskommen musste. Mittlerweile sind das weniger als 10%. Und auch wenn der internationale Handel nicht die alleinige Erklärung dafür ist, hat er die Spezialisierung ermöglicht, hat ein schnelleres Wirtschaftswachstum ermöglicht. Was auch in dieser Zeit passierte, ist der Klimawandel, also die globalen CO2-Emissionen sind seit 1995 um ungefähr 50% gestiegen und das, nachdem sie in den 45 Jahren davor sich fast vervierfacht haben. Also insofern haben wir auch weitere Entwicklungen und oft werden diese Entwicklungen im Zusammenhang zueinander gebracht. Also es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass ungefähr ein Drittel aller CO2-Emissionen im Transport auf den internationalen Handel zurückzuführen sind, also ungefähr 7% der globalen CO2-Emissionen. Und es gibt auch neuere Untersuchungen aus diesem Jahr aus den USA, wo gezeigt wird, dass gerade die Ausrichtung der Handelspolitik weltweit das befördert, also dass die Zollsätze weltweit so aufgestellt sind, dass gerade der Handel mit besonders CO2-intensiven Produkten befördert wird und weniger der Handel mit klimafreundlicheren Produkten. Das bedeutet bei weitem aber nicht, dass der Zusammenhang so einfach ist. Also man kann zwar einen einzelnen Aspekt herauspicken, wie zum Beispiel die transportbedingten Emissionen und eine Berechnung machen. Der Zusammenhang zwischen dem internationalen Handel und den CO2-Emissionen ist aber wesentlich komplexer. Das, was wir gerade gesehen haben, diese eine Zahl, bezieht sich auf den sogenannten Größeneffekt. Wenn wir das jetzt aus theoretischer Perspektive betrachten, ist es ja klar, mehr Handel bedeutet mehr Transport und mehr CO2-Emissionen.
Darüber hinaus gibt es aber auch andere Wirkungskanäle, die den internationalen Handel mit dem Klima verbinden. Zum Beispiel, wenn wir daran denken, dass gerade der internationale Handel den Zugang zu besseren Technologien ermöglicht, zu klimafreundlicheren Technologien, zu umweltfreundlicheren Technologien. Und wenn wir auf die Exporte Deutschlands schauen, da können wir sehen, dass ungefähr 5% der deutschen Exporte auf Umweltgüter entfallen, auf Güter, die eben zum Schutz der Umwelt benötigt werden. Und ungefähr ein Drittel davon sind Klimaschutzgüter. Also das ist auch ein Kanal, über den gerade Entwicklungsländer an neuere Technologien drankommen können, um eben den Klimaschutz voranzutreiben. Es ist darüber hinaus aber auch wichtig zu bedenken, dass sich aufgrund des internationalen Handels unsere Produktions- und Konsumstruktur verändert. Die Produktionsstruktur verändert sich in dem Sinne, dass wir uns auf bestimmte Güter spezialisieren. Und da haben Studien auch gezeigt, dass gerade im Handel zwischen China und Australien dort positive Klimaeffekte festzustellen sind, weil sich die Länder auf klimafreundlichere Technologien spezialisiert haben. Auf der anderen Seite verändert sich auch unsere Konsumstruktur, denn gerade mit mehr Handel wir natürlich eine größere Produktvielfalt zur Verfügung gestellt bekommen. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir mit zunehmendem Handel, mit mehr Wohlstand, mit steigendem Einkommen, auch in den Entwicklungs- und Schwellenländern, eine Verschiebung unserer Präferenzen hin zu mehr Klimaschutz, hin zu mehr umweltfreundlichen Produkten erleben. Was auch positive Effekte auf den Klimaschutz auslösen kann. Und darüber hinaus gibt es noch einen Wirkungskanal, der ist im Großen und Ganzen durch die anderen erfasst. Ich möchte ihn aber trotzdem noch mal betonen, weil der internationale Handel auch die Ressourceneffizienz steigert. Denn aufgrund des internationalen Handels erhöht sich der Wettbewerbsdruck auf die Unternehmen. Sie müssen auch innovativer werden, um im internationalen Wettbewerb weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben. Sie setzen aber auch sehr viel auf effizientere Technologien. Und wenn die Ressourceneffizienz gesteigert wird, dann können wir davon ausgehen, dass damit auch eine positive Wirkung auf den Klimaschutz ausgelöst werden kann. Also wenn ich das mal zusammenfassen würde, was auf dieser einen Folie steht, der Zusammenhang zwischen dem internationalen Handel und dem Klimaschutz oder den CO2-Emissionen ist gar nicht so einfach. Und am Ende kommt es natürlich darauf an, den richtigen wirtschaftspolitischen Rahmen zu setzen, den richtigen handelspolitischen Rahmen zu setzen. Und da sind ganz viele Ansätze denkbar. Also wir können zum einen den Handel von klimafreundlichen Produkten, von umweltfreundlichen Produkten liberalisieren. Und das ist ein Ansatz, der auch auf WTO-Ebene verfolgt wird. Dort wird ein entsprechendes Abkommen verhandelt, kommt aber nur schleppend voran, liegt zum Teil auch daran, dass gerade in den letzten 4 Jahren auf der anderen Seite des Atlantiks ein relativ schwieriges politisches Klima für multilaterale Vorhaben da war. Wir können aber darüber hinaus auch an andere Punkte denken, wie zum Beispiel die Brennstoffemissionen abschaffen. Auch ein schwieriges Thema. Vielleicht ist es einfacher, nicht diskriminierende Subventionen von klimafreundlichen Technologien zu ermöglichen, das Beschaffungswesen grüner zu machen und vielleicht für internationale Unternehmen noch mehr zu öffnen. Also nicht ganz konkret in Europa, aber vielleicht in anderen Ländern, wo das noch nicht der Fall ist, die eben mit einer klimafreundlichen Technologie produzieren. Klimafreundliche Produkte besser zu labeln. Also wir kennen das aus dem Supermarkt, wenn wir auf ein Produkt schauen, suchen wir manchmal, also jeder ist natürlich mit unterschiedlichen Präferenzen unterwegs, aber viele von uns suchen auch nach diesen Kennzeichnungen, ob ein Produkt klimafreundlich ist, ob es nach Fairtrade-Regeln hergestellt worden ist. Und wenn Sie sich aber international die verschiedensten Labels anschauen, werden Sie feststellen, dass es ganz, ganz viele davon gibt und das ermöglicht es uns nicht, wenn wir zum Beispiel im Ausland unterwegs sind, die richtige Entscheidung, die aus unserer Sicht richtigen Entscheidung zu treffen, auch wenn wir eben klimafreundliche Produkte kaufen wollen. Also eine Harmonisierung wäre da sicherlich hilfreich.
Nachhaltigkeitskapitel in Freihandelsabkommen sind mittlerweile Standard in Europa. Das ist auch ein denkbarer Ansatz, um den Klimaschutz durch handelspolitische Maßnahmen voranzutreiben. Hier gibt es zwei unterschiedliche Ansätze. In den USA setzt man mehr auf verpflichtende Maßnahmen. In der EU setzt man mehr auf den Dialog. Und da ist es hilfreich, also wäre es hilfreich, etwas mehr ins Detail zu schauen. Was hilft denn mehr von den beiden? Wie kann man die Handelsabkommen noch mehr für den Klimaschutz einsetzen? Und ein letzter Punkt, der hier auf der Folie steht, der aber mindestens so wichtig ist, ist der Grenzausgleich, den die EU anstrebt für CO2-Emissionen. Das ist ein etwas komplexeres Thema, da möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen. Es geht einfach darum, dass in Europa die Hersteller mit höheren CO2-Abgaben konfrontiert werden, zum Beispiel aufgrund des Emissionshandels in Europa. Und sie sehen sich aber einem internationalen Wettbewerb gegenüber, wo das nicht der Fall ist. Und wenn es keinen Ausgleich an der Grenze dafür gibt, in Form eines Klimazolls, wie der eine oder andere das nennt, dann herrschen unfaire Wettbewerbsbedingungen. Diesen Klimazoll aber auszugestalten, so dass er keine neuen Handelskonflikte auslöst, scheint eine sehr schwierige Aufgabe zu sein. Wir erwarten im Juni einen Vorschlag von der Europäischen Kommission und da bin ich auch selber gespannt, was die Europäische Kommission eben für Ideen in diesem Zusammenhang entwickelt hat. Also Sie sehen, es gibt sehr viele verschiedene Ansätze, wie der internationale Handel ausgestaltet werden kann, sodass er den Klimaschutz unterstützt. Also es ist ein großes Potenzial da und die Dringlichkeit der Klimakrise spricht auch dafür, dass wir auch im Bereich der Handelspolitik schauen, was können wir tun, um den Handel klimafreundlicher zu machen. Und ein dritter Faktor ist aus meiner Perspektive mindestens so wichtig, nämlich der Machtwechsel in den USA, wo wir auch einen Paradigmenwechsel im Bereich der Klimapolitik erleben. All das zeigt eben, dass jetzt der richtige Moment ist, daran zu denken, darüber nachzudenken, wie können wir den Handel klimafreundlicher machen. Und ich bin sehr gespannt, was die Europäische Kommission uns in den nächsten Monaten präsentieren wird. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Kolev. Zusammenfassend, glaube ich, kann man sagen, es ist nicht einfach, aber gerade darum machen wir solche Diskussionen, damit wir auch mal komplexere Themen diskutieren, weil es eben nach meiner Erfahrung für sehr viele Bereiche keine einfachen Antworten gibt. Es gab eine Frage in der Q&A oder F&A-Bereich. Ich habe die gesehen, ich werde die nachher einfließen lassen in der Diskussion. Die wird nicht ignoriert. Ich möchte aber nicht den Herrn Rebijani zu lange warten lassen. Unser dritter Panelist, das Panel komplettiert. Herr Rebijani hat Wirtschaftswissenschaften, Geschichte und Romanistik in Hannover studiert und wurde dort 2007 in Volkswirtschaftslehre promoviert. Er war seitdem in der amtlichen Statistik, unter anderem für das Statistische Bundesamt, aber auch in der quantitativen Politikberatung für das Fraunhofer-Institut tätig und ist seit 2015 Professor für VWL an der FOM-Hochschule in Bonn. Zu seinen Hauptforschungsgebieten zählen klassische wirtschaftspolitische Themen wie öffentliche Finanzen und Konsumforschung, aber auch sportökonomische Fragestellungen. Ich kenne den Rebijani schon eine ganze Weile, muss ich sagen. Für mich war immer klar, wenn es irgendwelche Fragen gibt zu Wohlstandsverteilung, zu Reichtum, zu Einkommensverteilung, dann frage ich Luca Rebijani, weil er genau weiß, wie das zusammenhängt. Und deswegen haben wir ihn auch gefragt, das genau das zu machen auf unserer Plädoyer für den Freihandel, weil das auch so ein ganz zentraler Punkt ist in der Debatte, wo oft gesagt wird, Globalisierung macht die Armen ärmer und die Reichen reicher, was ganz offenbar nicht stimmt. Frau Kolev hat es schon klar gesagt, Armut ging in den letzten Jahren deutlich zurück. Und ich denke, dass uns Herr Rebijani das noch deutlich besser erklären kann, als ich es machen kann. Darum gebe ich jetzt mit Freude ab an Herrn Professor Rebijani. Ja, lieber Jan, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Gelegenheit, hier zu sprechen. Ich freue mich außerordentlich über diese Gelegenheit und auch über dieses Sammelband, was wir zusammen veröffentlicht haben. Das kann ich nur sehr empfehlen. Dort finden Sie in prägnanter Art und Weise sehr viele wirklich kondensierte Einsichten aus der Wissenschaft. Und ich möchte heute in der Kürze der Zeit, also ungefähr 10 Minuten, so vielleicht die Haupt,
Aspekte nochmal vorstellen, die wir dort herausarbeiten. Dazu werde ich auch kurz meinen Bildschirm freigeben. So, ganz kurz, keine richtige Präsentation. Ich habe nur 4 Thesen, die ich gerne vorstellen möchte. Und ich werde dazu ein paar Statistiken, wie es sich für einen Statistiker gehört, ein paar Statistiken dazu vorstellen. Dieses Versammelband sollte gerade so ein Gap schließen zwischen der medialen Wahrnehmung und der wissenschaftlichen Diskussion. Weil die wissenschaftliche Diskussion ist, was Freihandel angeht, gerade jetzt für die Wohlfahrt der Nationen, relativ eindeutig. Also um dort Freihandelsgegner zu finden, also dezidierte Freihandelsgegner, muss man schon sehr weit nach rechts oder sehr weit nach links gucken. Sehr weit. Also selbst klassische Keynesianer oder selbst Hardcore-Liberal sowieso. Also kaum jemand setzt sich heute ernsthaft ein für Abschottung oder für Zollschranken. Es werden eine Vielzahl von Problemen diskutiert und es gibt natürlich auch unterschiedliche Meinungen. Aber zum Beispiel ist relativ klar, dass ohne Freihandel die Erde heute deutlich ärmer wäre. Fortschritt niemals so schnell vorangekommen wäre, wie in dieser Phase, die wir also zuletzt hatten, wo es sehr viel Freihandel gab. Und auch politische Ideen wie Freiheit gedeihen in einer also Situation, wo es eben viel grenzüberschreitenden Verkehr gibt. Wenn wir uns vielleicht mal eine Grafik anschauen, und das meiste, was ich hier vorstelle, basiert auf öffentlich zugängliche Informationen. Das kann jeder nachvollziehen, also auch jeder nachschlagen, also hauptsächlich amtliche Statistik. Hier sehen Sie eine sehr schöne Korrelation, dass die Länder, die sehr offen waren, das ist hier die Y-Achse, sind in den letzten 50, 60, 70 Jahren auch überdurchschnittlich gewachsen. Also die Länder, die sich geöffnet haben, das waren die Länder, die ihrer Bevölkerung deutlich mehr Wohlstand garantieren konnten. Das fällt sofort auf. Natürlich ist eine Korrelation keine Kausalität. Das weiß der Statist, das predigen wir Statistiker immer wieder. Aber wir stellen in dem Paper, in dem Sammelband, viele Studien vor, die große ökonometrische Modelle fahren und diesen Zusammenhang relativ zuverlässig belegen können. Wenn man sagt, vom Freihandel profitieren insbesondere die Reichen, ob nun die reichen Länder oder auch die Eliten der Entwicklungsländer, da muss man sagen, dass das so auch nicht stimmt, sondern also wir leben heute in einer Welt, in der es so wenig relativ gesehen, also so wenig Menschen gibt, die in bitterer Armut leben, wie noch nie. Also der Welthandel kommt insbesondere auch den Armen zugute. Die Tatsache, dass es Wachstum gibt, hat dazu geführt, dass ganze Länder wie China, wie Indien heute eine riesige Mittelschicht haben, die heute vergleichsweise komfortabel lebt. Wir haben vielleicht vergessen, dass diese Länder noch vor 40, 50 Jahren, das waren bitterarme Länder, wo Menschen buchstäblich verhungert sind. Das liegt natürlich nicht nur am Freihandel, aber man kann sehr gut sehen, dass die Länder, die sich geöffnet haben, die konnten breiten Schichten ein relativ starkes Wohlstandswachstum garantieren. Das klappte relativ gut. Und zum Beispiel ein Kanal, durch den das passiert, ist der private Konsum. Das ist so ein bisschen mein Spezialgebiet. Das wird häufig in der Diskussion unterschlagen, dass die Tatsache, dass wir heute relativ günstig konsumieren können, gerade eben die weltweit gehandelten Güter, kommt insbesondere den Armen zugute. Also hier sieht man so eine Zusammenstellung. Also was wäre, wenn es kein Freihandel gäbe? Wer würde verlieren? Eher die Armen, das wäre hier die X-Achse, oder eher die Reichen, das wäre hier die Y-Achse.
Und also rauskommt relativ eindeutig, es würden eher die Armen verlieren, weil die Armen profitieren, also die konsumieren überdurchschnittlich Dinge wie Lebensmittel, Verkleidung, die werden international gehandelt und die profitieren eben überdurchschnittlich durch die günstigeren Waren und eben auch durch die viel höhere Produktvielfalt. Die Reichen, die konsumieren auch sehr viel höherwertige Dienstleistungen und so weiter, die gibt es auch national, also für die, also spielt das nicht so eine große Rolle. Und dann vielleicht noch kurz, gibt es auch häufig den Vorwurf, dass der Freihandel dazu führt, dass es dann diese Rust Belts gibt, also diese ganzen Bereiche einer Wirtschaft und eines Landes, die absterben, weil halt diese Billigkonkurrenz dazu führt, dass es die dann nicht mehr gibt. Das ist ein Phänomen, was wir in einigen Fällen tatsächlich sehen, aber wir sehen auch, dass erstens es diese Entwicklung auch ohne Freihandel gäbe. Also Strukturwandel gibt es sowieso. Und der Strukturwandel ist auch gut. Und zum Beispiel kann der Freihandel dazu führen, dass sich manche Länder eben, dass sie diesen Strukturwandel beschleunigen, dass sie also grüner werden, also wissensintensiver. Und das, also es gibt kurzfristige Schocks, die werden aber langfristig dann häufig ins Positive verkehrt. Und insgesamt profitieren diese Länder auch durch einen viel höheren technologischen Fortschritt, als wenn sie versuchen würde, sich abzuschotten und ihre strukturschwachen Regionen zu konservieren. Was natürlich klar ist, ist, dass die Gewinne, das ist These 4, die Gewinne sind aus dem Freihandel niemals gleichmäßig. Das hat auch niemand behauptet. Das war schon bei Ricardo, so dem Großvater der Freihandelstheorie. Es ist natürlich klar, dass in einem freien Markt gibt es, wir Menschen sind alle unterschiedlich. Manche haben wallendes Haar, ich zum Beispiel nicht. Und wir sind alle unterschiedlich ausgestattet mit Produktionsfaktoren. Und es gibt natürlich Leute, wo diese Produktionsfaktoren dann nicht mehr gefragt sind. Das heißt, manche profitieren mehr, manche weniger und es gibt tatsächlich auch Verlierer. Das heißt, also eine Schlussfolgerung, die man heutzutage auch fast immer zieht, ist, dass natürlich der Staat weiterhin gefragt ist in seiner Governance-Funktion. Also vielleicht, was sich überlebt hat, ist diese etwas naive Vorstellung, die man vielleicht so in den 80er, 90er hatte, so dieser Trickle-Down-Theorie. Quasi, wenn wir Wachstum kriegen, läuft es automatisch blendend für alle. Da weiß man heute, das klappt mal ganz gut und das klappt aber auch mal nicht so gut. Das heißt also, der Freihandel kann zum Beispiel nicht kompensieren, wenn die Wirtschaftspolitik eines Landes eine Katastrophe ist. Wenn es keine Strukturpolitik gibt, keine Sozialpolitik, keine Bildungspolitik. Also die ist weiterhin gefragt, um zum Beispiel diese Transitionen abzumildern und aber eben auch so einen Rahmen zu setzen, in dem das alles gedeihen kann. Das heißt also, wir würden heutzutage sagen, dass also der Freihandel ist gut, aber eben in der klassischen deutschen ordnungspolitischen Tradition findet der Freihandel am besten in einer Ordnung statt, die eben auch diesen Rahmen bewahrt und garantiert. Das war's von meiner Seite. Chinooke, herzlichen Dank. Ich habe mir aufgeschrieben, als Zitat, Strukturwandel ist auch gut. Das ist ja eine Diskussion, die man auch mal führen können muss, ne? Dass man dass auch sowas zu positiven Effekten führen kann. Ich weiß nicht, ob der Bildschirm noch geteilt ist. Ich sehe den immer noch. Ja, ich glaube, Moment, so. Genau, super, danke sehr. Ich freue mich jetzt auf eine Diskussion. Ich leite die erstmal ein mit Fragen an eine Person. Ich bitte aber auch die anderen Panelisten, wenn sie was zu sagen wollen, immer gerne die Hand zu heben, dass wir auch in eine Diskussion kommen und dann miteinander zu fragen. Wir gehen dann auch später auf die Fragen aus dem Publikum ein. Das wird nicht vergessen. Was mir aufgefallen ist, ist in Frau Kohlefs Beitrag, der Punkt zu den Subventionen für Brennstoffe. Ich habe ja
die letzten 5 Jahre in Afrika gelebt, habe dort die Büros in Kongo und in Kenia der Stiftung geleitet und habe da erst erlebt, was sowas eigentlich bedeutet. Man hört ja immer so Brennstoffsituationen, kennt man ja gar nicht, aber das heißt eben, dass der Staat dafür sorgt, dass Benzin, aber auch Kerosin, was man als Mittel zum Kochen braucht, stark subventioniert. Das heißt, das Gegenteil, also in Deutschland ist man gewöhnt, dass das staatlich Steuern auf Benzin. In Kenia weniger als im Kongo, als es eigentlich eingekauft wird. Das heißt, Steuergelder, die sehr knapp sind in diesen Ländern, sorgen dafür, dass Treibstoff billiger wird. In Kenia war das so, das wurde nicht direkt, es gab darauf aber keine Mehrwertsteuer. Und als dann vor 2 Jahren eine Mehrwertsteuer eingeführt werden sollte auf Benzin, gab es einen Generalstreik, es gab sogar Ausschreitungen und nach einer Woche musste es wieder zurückgenommen werden, weil das nicht durchsetzbar gewesen ist. Also das ist offensichtlich nicht einfach. Und darum die Frage an Sie, Frau Kohleff. Kennen Sie Instrumente, die man auch durch die Handelspolitik nutzen kann, indem man dafür sorgen kann, dass gerade die ärmsten Staaten es schaffen, solche Subventionen abzuschaffen? Vielleicht über Entwicklungszusammenarbeit oder andere Instrumente. Kann man aus Europa sowas überhaupt beeinflussen? Oder ist das was, worauf wir keinen Einfluss haben? Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema, denn es hängt sehr viel zusammen. Also in einigen Ländern werden die Verbraucher sozusagen unterstützt durch solche Subventionen. In anderen Ländern werden die Hersteller wettbewerbsfähig gemacht durch solche Subventionen. Und am Ende hängen viele Einkommen davon ab. Es ist auch eine Sache der Umverteilung am Ende, denn die Ausgaben für Brennstoffe, sie betreffen nicht gleichermaßen alle Teile der Bevölkerung, wenn man das prozentuell an den gesamten Ausgaben sozusagen betrachtet. Insofern sind die Ideen, die bis jetzt zumindest verbreitet werden, dass man versucht, diese Brennstoffsubventionen abzuschaffen, aber auch gleichzeitig eine Unterstützung für die Länder einzuführen. Das können sogar Transferzahlungen sein von entwickelten Ländern zu Entwicklungsländern, um sie dabei zu unterstützen, genau diese Schwierigkeiten anzugehen. Denn einfach die Subventionen abschaffen, das stoßt auf sehr viel Widerstand. Das merkt man auf der internationalen Bühne. Und nichtsdestotrotz sind sie auch mit dafür verantwortlich, dass die weltweiten Bemühungen, die CO2-Emissionen in den Griff zu bekommen, nur teilweise erfolgreich sind. Und ich habe im Chat auch gesehen, also ich habe nur die ersten 2 Fragen jetzt lesen können, weil die nächsten Fragen auch im Nachhinein kamen, aber vielleicht kann ich auch die jetzt direkt beantworten. Also die erste Frage bezog sich auf das Thema grünes Beschaffungswesen, Green Public Procurement, der englische Begriff. Da geht es einfach darum, dass der Staat sozusagen als Vorbild agiert und zeigt, wie man die eigenen Ausgaben an klimafreundliche, also Klimakriterien knüpfen kann. Und da gibt es zahlreiche Beispiele, wie das möglich sein kann. Also man kann zum Beispiel sagen, dass die Computer, die angeschafft werden in der öffentlichen Verwaltung, energieeffizienter sind. Man kann bessere Gebäudeplanung und so weiter. Vorbildcharakter haben und wichtig, sie dann etwas mehr auf solche oder an solche Kriterien zu orientieren. Und die zweite Frage, die ich mir auch direkt auch mitnotiert habe, ist die Frage, ob ein CO2-Ausgleich nicht den Prinzipien des freien Handels widerspricht. Denn eigentlich ist ein CO2-Ausgleichsmechanismus eine Art Zoll. Ne? Also dann würden wir im Prinzip den Handel einschränken. Das ist in dem Sinne kein Freihandel, also kein Instrument, was auf Freihandel ausgerichtet ist. Was aber das Problem dahinter ist, wenn wir ganz allgemein den CO2-Ausgleichsmechanismus Ausstoß betrachten. Das ist
eine negative Auswirkung der wirtschaftlichen Aktivität, unserer Konsumausgaben, des Wirtschaftslebens insgesamt. Und das ist nicht nur in Deutschland so, das ist ja weltweit so. Und wenn wir eine richtig gute Lösung anstreben würden, eine First Best sozusagen, dann wäre diese First Best zu sagen, diejenigen, die CO2-Emissionen verursachen, sie bezahlen auch die Beseitigung dieser Emissionen. Also sie tragen die Kosten ihrer CO2-Emissionen nach dem Verursacherprinzip sozusagen. Das Problem ist nur, dass sich die Welt nicht darauf einigen kann, wie hoch dieser Preis sein soll, wie sollen wir das überhaupt messen. Und es gibt viel weniger Länder weltweit, die so einen Preis überhaupt für CO2 haben in irgendeiner Form. Die meisten Länder haben so einen Preis gar nicht. Und selbst in den Vereinigten Staaten sind es nur einzelne Staaten wie Kalifornien, die da vorangekommen sind mit diesem Thema. Und solange das nicht der Fall ist, dass weltweit so eine gemeinsame Lösung implementiert ist, herrscht ein unfairer Wettbewerb und das führt einfach dazu, dass unsere Unternehmen andere Lösungen suchen, wenn wir sie nicht an der Grenze schützen, dann sagen sie, dann gehen wir ins Ausland und produzieren dort. Und das ist eben der Punkt, der dahinter steckt. Ja, vielen Dank, Frau Kohle. Ich würde Herrn Hennecke zwei Fragen stellen wollen. Einmal fand ich es sehr, sehr schön, dass Sie vorhin den Freien als Friedensprojekt dargestellt haben. Das wird ja auch immer wieder mal vergessen, dass ja die langen Konflikte in Europa dadurch aufgehört haben, dass man sagt, wir machen das jetzt gemeinsam und wir vergemeinschaften zum Beispiel unsere Stahlindustrie oder die Montanindustrie. Allerdings ist ja aktuell, wenn man sieht, was gerade im Konflikt zwischen den USA und China passiert, der ja auch irgendeine Art Handelskonflikt ist, die Frage, ob das noch stimmt. Also kann auch in so einem Konflikt wie zwischen den USA und China auch der Freihandel friedensbewahrend sein oder stimmt das nicht mehr? Und die zweite Frage anschließend an Frau Kohlefs Aussagen zum CO2-Grenzausgleich. Da würde mich mal interessieren, was Sie aus Sicht des Handels davon halten, der ja meines Erachtens relativ wenig exportiert, allerdings mit wahrscheinlich höheren Kosten konfrontiert sein würde, wenn so etwas kommen würde. Also diese beiden Fragen gebe ich gerne an Sie weiter. Ja, vielen Dank. Ich könnte jetzt einiges sagen zum Thema Klimapolitik aus Sicht des Handwerks. Das kann ich noch später für aufheben. Aber die Frage Freihandel und Frieden, das ist eine ganz, ganz spannende Sache, weil es schon am Ende auf die Qualität der Integration ankommt. Wir können uns natürlich bestimmte Arten von Verflechtung vorstellen, die nicht befriedend wirken, sondern neue Konflikte schüren. Das ist schon ein Punkt, den man auf jeden Fall sehen muss, den man auch aktuell etwa in der EU auch sieht. Manche Arten der Integration wirken nicht integrierend, sondern desintegrierend. Und manche auch Arten der Zentralisierung können auch die Beteiligten überfordern. Also sie können Konflikte internationalisieren, auf ein höheres Level bringen, die vorher lokal oder dezentral geklärt wurden. Also das heißt, die ordnungspolitische Qualität der Integration ist ein ganz entscheidender Punkt. Und das sehe ich auch sozusagen, dass im Rahmen der EU da die ganze Diskussion um die Zukunft der EU und die Frage der Integrationsperspektive am Ende auch da eine Antwort finden muss. Ist man am Ende auf eine freiheitlich-wettbewerbliche Integration aus? Also sozusagen Freihandel, Marktöffnung passiert? Oder schafft man sozusagen durch interventionistische Instrumente am Ende neue Konflikte? Das ist ein ganz entscheidender Punkt, den man im Blick haben muss. Bei USA und China, da ist natürlich auch zu sehen, dass es gibt geostrategische Interessen, die da aufeinanderprallen. Es gibt Abhängigkeiten, auch ökonomische Abhängigkeiten, die entstehen. Bei den USA ist es natürlich der Punkt, die sind so groß, dass die sich seit vielen Jahrzehnten sehr auf den Binnenmarkt konzentrieren können und auf Außenwirtschaft auch gar nicht so angewiesen sind, zumindest gefühlt. Das führt dann auch zum Entstehen von isolationistischen Phasen immer wieder mal. Auch das ist ja keine Neuheit. Da gibt es ja auch eine lange Kontinuität über Trump, Obama und Clinton zurück, in ältere Zeiten auch. Die Chinesen hingegen, die haben in den letzten Jahrzehnten eine sehr offensive, expansive Strategie gefahren, die sehr systematisch auch
versucht, ökonomisch Fuß zu fassen in bestimmten Ländern, ne, und das eben auch mit geostrategischen Interessen verknüpft. Ne, und natürlich kann man auch lange darüber diskutieren, inwieweit die Chinesen dann im Einzelfall auch bereit sind, sich Regeln des Freihandels zu unterwerfen oder ob es da nicht, da ist man dann bei Fragen des Patentrechts und anderen Dingen, die man dann diskutieren müsste, oder Industriespionage, da gibt es natürlich einige Themen, ne, die das sozusagen auch etwas konterkarieren und wo man sieht, da ist sozusagen nur eine begrenzte Bereitschaft da, sich auf Regeln eines Freihandels einzulassen, wenn er nicht immer unmittelbar zum eigenen Vorteil wirkt. Ne? Also das sind aber Punkte, die dann ein Stück weit auch konfliktschürend wirken, ja, und sagen wir, die Rationalität, die ökonomische Rationalität der Kooperation erschweren. Ja, vielen Dank. Und ähnlicher Punkt auch an Herrn Remigiani, der ja auch in seinem Vortrag auch unterstrichen hat, dass Freihandel auch zum Austausch von Ideen, von Kultur und Freiheit führt und eben nicht nur den schnöden Mammon quasi bespielt. Kann ich Sie bitten, das noch ein bisschen auszuführen, wie der Zusammenhang ist mit Kultur und mit Ideen und Freiheit? Und zusammenhängt damit vielleicht auch noch die Frage nach der Governance-Struktur. Sie sagten ja auch, dass Governance-Strukturen wichtig sind, damit die Einnahmen und die Gewinne durch Freihandel fair verteilt würden. Dann hängt das zusammen. Also wie kann man sich so eine Governance-Struktur dabei vorstellen? Ja, also zum einen, wenn man sich die Publikation anschaut, die sich die ganz lange Sicht, untersuchen, dann sieht man, dass die Perioden, also die Phasen, wo es viel Freihandel gab, waren meistens auch die Phasen, wo es eben viel Austausch war der Kulturen, der politischen Systeme und wo es überhaupt möglich war, dass man so eine Benchmark kennenlernt, dass wenn andere Länder zum Beispiel freiheitlicher wurden, dass das ausstrahlte. Und man hätte wahrscheinlich, also es ist wesentlich schwieriger, die eigene Bevölkerung zu unterdrücken, wenn die eigene Bevölkerung sich informieren kann, so wie heutzutage, als wenn es keinerlei Beziehung gibt. Und man sagt zum Beispiel auch, dass ein großer Vorteil des europäischen Kontinents war immer, dass wir eben so viele verschiedene Kulturen hatten, die sich gegenseitig teilweise bekriegt haben, aber eben auch befruchtet haben, dass das eben entscheidend beigetragen hat dazu, dass es hier auch viel technologischen und kulturellen Fortschritt gab. Was die Governance angeht, ja, das ist auch ein guter Punkt. Und hier gab es auch ein paar ganz interessante Fragen im Chat, warum es zum Beispiel, also warum die Globalisierung in Asien so viel besser funktioniert hat als zum Beispiel in Afrika und ob es ein optimales Tempo gibt. Also natürlich tun wir uns in der Ökonomie schwer, so ein Patentrezept jetzt zu verabreichen, wo es dann immer klappt. Aber also es ist tatsächlich so, dass die Länder, die eben eine Governance hatten im Sinne von funktionierenden staatlichen Institutionen und nicht unbedingt nur die Sozialpolitik, sondern zum Beispiel die Bildungspolitik, eine gewisse Strukturpolitik, das konnten also die asiatischen Länder schon sehr früh bieten. Die haben eine sehr lange kulturelle Tradition, eine sehr lange auch Tradition der staatlichen Institutionen, was die afrikanischen Länder vielerorts eben nicht hatten. Und die konnten sich, also viele asiatische Länder konnten relativ schnell eben in den Weltmarkt einsteigen und relativ erfolgreich operieren. Also es gibt zwar keinen optimalen Fahrplan, aber es gibt bestimmte Schritte, die man fahren könnte, um das eigene Bildungssystem zu stützen, um eine Strukturpolitik zu implementieren, eine gewisse Sozialpolitik, also die es erlauben würden, relativ erfolgreich auf den Weltmärkten zu agieren. Ja, vielen Dank. Jetzt wurden schon einige Fragen aus dem Chat beantwortet, aber ich gebe jetzt mal, da sehen wir auch an Georg Schneider, der uns nochmal durch den Chat führt, sodass wir keine Fragen von den Zuschauern verpassen. Bitte, Georg. Ja, es gab gleich drei Fragen zu einem Themenkomplex, der auf die mögliche Übergangsphase der Öffnung der Märkte zielt. Erste Frage könnte zunächst an Mr. Rebejani gehen, aber letztlich geht sie doch auch an alle. Es war die Frage, was würden Sie den Ländern sagen, die Protektionismus betreiben,
mit der Begründung, dass sie ihre Bauern vor der Armut schützen müssen, weil Länder wie China ihre Produkte zu einem extrem niedrigen Preis anbieten können. Daran schließen sich zwei Fragen an, die zum Gesamtkomplex passen, nämlich welche Maßnahmen gibt es, Wirtschaftsmärkte von Entwicklungsländern zu schützen, da diese noch keinen starken Markt haben? Die dritte Frage, welches das optimale Tempo in der Öffnung eines Landes zum Weltmarkt sei. Es wird auf Friedrich List verwiesen, dass zunächst die Binnenwirtschaft eine gewisse Stabilität erreicht haben solle, bevor vorsichtige Öffnungsschritte eingeleitet werden könnten. Habe nicht China, China taucht immer wieder auf im Chat, genau dieses getan? Dankeschön. Ich kann gerne mal den Anfang machen, weil ich im Nebengewerbe auch noch Vorsitzender der Listgesellschaft bin und ich die Gelegenheit nutze, den Namen auch aufzugreifen. Aber im Grunde hat Herr Bidjani da schon einige wichtige Punkte genannt. Also es ist schwierig, bei diesen Fragen der Integrationsfähigkeit in offene Märkte hinein einen Fahrplan zu definieren oder Zeitabläufe zu definieren. Ich glaube, am Ende entscheidend sind bestimmte kulturelle Institutionen. Das heißt, wirtschaftliche Entwicklung beruht auf Institutionen, die das ermöglichen. Das heißt, es müssen sich Regelsysteme herausbilden, die solche Markt- und Tauschprozesse ermöglichen. Das fängt an ganz basal mit dem Rechtsstaat. Wenn das Eigentum nicht gesichert ist, dann hat man ein Problem mit Kalkulationen aller Art und mit Unsicherheit. Das heißt, rechtsstaatliche Institutionen sind ein ganz, ganz grundlegendes Element. Ein anderes Thema, das hat Herr Bidjani eben auch schon so mit angedeutet, ist das Thema Bildung. Im Handwerk beispielsweise sind wir sehr darum bemüht, Institutionen der Berufsbildung aufzubauen. In Deutschland funktioniert das sehr gut. Ich meine, wir haben auch hier unsere Schwierigkeiten, weil die Zahlen langfristig zurückgehen. Aber versuchen Sie mal, in anderen Ländern ohne diese Tradition klarzumachen, dass Ausbildung von den Arbeitgebern finanziert wird. Das heißt, das sind aber so kulturelle, gewachsene Institutionen, die hier gut funktionieren, wo man sagen kann, ja, das ist sicher ein Baustein für Fachkräftesicherung, für Innovationsprozesse, dass man im Betrieb, im Wettbewerb, am Markt die Leute qualifiziert. Aber versuchen Sie mal, so ein System in einem Entwicklungsland wie in Afrika zu implementieren. Das ist eine ganz, ganz schwierige, voraussetzungsreiche Sache. Und am Ende hängt es davon ab, dass solche Institutionen wachsen und daraus eben ja, Verhaltensweisen resultieren, die sozusagen dann auch wohlstandsfördernd wirken. Also das ist eben nicht nur eine Frage von Subventionen oder von staatlichen Investitionen. Wir haben ja auch da eine lange Diskussion, auch in der Entwicklungspolitik beispielsweise, die wir auch zum Teil ähnlicher Form auch innerhalb Deutschlands im Bereich der Strukturpolitik wieder erleben, ne? Wenn wir hier ins Ruhrgebiet gucken oder jetzt aktuell ins Rheinische Revier, also diese Vorstellung, dass der Staat große industrielle Investitionen tätigen könnte und damit Wohlstand erzeugen könne, oder wenn man in Italien die jahrzehntelangen Entwicklungen da verfolgt, in Süditalien, also die Vorstellung, dass man irgendwo Geld reinschaufelt und dass der Staat entscheidet, was innovativ ist oder was auch vor Ort funktioniert unter bestimmten Voraussetzungen. Das sind meistens sehr kostspielige Fehlschläge und umso wichtiger ist es, dass man Rahmenbedingungen schafft, unter denen Akteure eigene dezentrale Suchprozesse anpacken können, auslösen können. Das können sehr auch kleine inkrementelle Schritte sein, die passieren, die auch ihre Zeit brauchen. Ich habe da immer ein Ohr, Justus Möse aus dem 18. Jahrhundert, das bleibt alles beim Alten, die osnabrückischen Bauern, die sich hüten, die Kartoffel anzupflanzen, weil sie einfach so arm sind, dass sie das Risiko des Fehlschlages gar nicht eingehen können, sondern ganz langsam gucken müssen, dass sie mit Erfahrung hantieren und nur ganz dosiert, ganz kontrolliert Risiko eingehen, um Neuerungen zuzulassen. Das ist aus ihrer Sicht eine völlig logische Verhaltensweise. Das schafft Stabilität, führt zu einem langsamen Voranschreiten. Es ist dann eben nicht so disruptiv, innovativ. Das ist also ein langsames Evolvieren. Aber genau das ist am Ende wichtig, dass sozusagen aus bestehenden Strukturen heraus Veränderungsprozesse resultieren und dass man nicht von außen, von oben herab sozusagen beste Lösungen anbietet und implementieren will,
die dann ohne Voraussetzungen, die dafür da sind, nicht funktionieren können, ne? Oder die sozusagen auch auf falschen auf einer Anmaßung von Wissen beruhen über das, was vor Ort funktionieren kann. Ne? Also das erleben wir in der Entwicklungspolitik, genauso wie wir das im Bereich der Regionalpolitik innerhalb Deutschlands oder innerhalb der EU erleben. Ja, da ist ein ganz grundlegender Denkfehler drin, der Politik, dass sie sich zu sehr zutraut, Ergebnisse von Innovationsprozessen vorherzusehen und die vorwegnehmen zu wollen. Oder dass sie Entscheidungen treffen über bestimmte Technologien, die ideal sind. Also denken Sie allein an das Thema der Antriebe. Also wir subventionieren Dieselantriebe. Wir halten sie aus den Innenstädten raus, weil wir sie nicht gut finden, aber wir subventionieren sie trotzdem. Wir setzen auf bestimmte Antriebe. Andere werden dann weniger subventioniert oder nicht subventioniert oder bestraft. Und damit wird sozusagen dieser Suchprozess im Markt unterlaufen. Und das ist dann nebenbei auch ein wichtiges Thema im Bereich Klimaschutz. Wir haben ganz viele Bereiche auch, wo wir sozusagen im Klimaschutz versuchen, Lösungen vorzugeben, wo wir Wahlfreiheiten von Verbrauchern einschränken. Das ist auch in inländischen Märkten der Fall. Und damit gehen Innovationspotenziale verloren. Also im Grunde das Entwickeln von Gesellschaften, das Wohlstand wachsen, das hängt davon ab, dass Innovationsprozesse funktionieren und uns Institutionen wachsen, die das ermöglichen. Ne? Und das ist sehr voraussetzungsvoll. Ne? Ja, vielen Dank. Ich stimme dem komplett zu. Ich freue mich über diese Aussage. Gerade, dass man Innovationen bitte frei laufen lassen sollte und nicht vorschreiben, glauben zu können. Ich möchte aber noch mal an Professor Bujani weitergeben, da die Frage ja auch an ihn ging. Das wäre, dass wir das mal abrunden. Ja, also ich fand die Ausführung sehr gelungen, da habe ich kaum was hinzuzufügen. Also gerade diese Perspektive, dass eben heutzutage uns häufig nicht bewusst wird, wie viel von unserem Wohlstand wir der Tatsache verdanken, dass wir freies Unternehmertum und Konsumentensouveränität. Vielleicht noch also eine kurze Ergänzung. Also diese Frage, soll man sich abschotten, wenn man noch nicht so weit ist? Also es gibt sicherlich eine kurzfristige Perspektive und eine langfristige Perspektive. Also in einer kurzfristigen Perspektive kann ein Staat sicherlich versuchen, auch kompensatorische Maßnahmen zu implementieren, wie zum Beispiel sozialpolitische Maßnahmen, strukturpolitische Maßnahmen. Langfristig muss man sich aber klar machen, dass es einfach wenig nützt, Strukturen aufrechtzuerhalten, die einfach nicht wettbewerbsfähig sind. Das nützt nichts auch für die eigene Bevölkerung. Also stellen Sie sich vor, wir würden in Deutschland noch auf Teufel komm raus versuchen, den Ruhrpott noch zu erhalten mit den rauchenden Schloten und so weiter. Warum sollten wir? Das heißt also, auch für die Bauern in einem Entwicklungsland kann es ist es in der Regel langfristig besser, wenn man versucht, mit angebotspolitischen Mitteln sie zu mehr Produktivität zu verhelfen und eben nicht zu versuchen, sie zu konservieren, also eine Struktur zu konservieren, die Ihnen und den Konsumenten im eigenen Land einfach nicht zuträglich ist. Sehen Sie, Frau Kunde, ich wollte auch noch ganz schnell machen Sie mal zuerst, danach räume ich diese Fragen ab, die ich als mit dem Afrika-Hintergrund würde ich gleich noch was zu Afrika sagen wollen, aber bitte, Frau Kunde, sprechen Sie doch zuerst. Ich möchte nur ganz kurz etwas ergänzen, weil die Kollegen ja das wirklich sehr schön dargestellt haben, was für Möglichkeiten es gibt und was alles wichtig ist bei der Öffnung der Wirtschaft für den internationalen Wettbewerb, weil in der Frage ganz konkret auch nach handelspolitischen Maßnahmen gefragt wurde, möchte ich auch darauf kurz eingehen, dass es in der Tat Möglichkeiten gibt, Instrumente gibt, wie man für Entwicklungsländer gerade einen größeren Markt schaffen kann, ohne sie direkt im internationalen Wettbewerb auszusetzen. Und das ist auch der Ansatz, der von der Europäischen Kommission verfolgt wird, dass eine asymmetrische Öffnung der Märkte erstmal erfolgt, also dass die Entwicklungsländer einen verbesserten Zugang zu unserem Markt haben. Selbst im Bereich der Landwirtschaft, da finden sich zahlreiche Ausnahmen von Zöllen und ähnlichen Schutzinstrumenten für Entwicklungsländer. Also es wird ihnen erstmal der Zugang zu unserem Markt gewährt, ohne dass sie ihre eigenen Zölle abbauen zu müssen, ohne dass sie direkt den Binnenmarkt, dem internationalen Wettbewerb aussetzen. Und dabei kommt es, denke ich,
Also möchte ich einfach nochmal unterstreichen, entscheidend auf die Institutionen an, also auf begleitende Maßnahmen bei der Marktöffnung. Und ich denke, dass es natürlich förderlich ist, wenn man entlang des Entwicklungspfades schon weiter vorangeschritten ist. Das ist aber auch nicht die hinreichende Bedingung, wenn wir so ein wenig Richtung USA schauen. Da können wir, denke ich, sehr gut beobachten, wie eine fehlende begleitende Politik dann die Globalisierung zu einem Wort verändern kann, was von breiten Teilen der Bevölkerung nicht akzeptiert wird als ein positiver Begriff. Und deswegen denke ich, dass es auch entwickelten Ländern wie den USA manchmal nicht in jeder Hinsicht gelingen kann, die begleitende Politik da zu haben. Und da sind wir in Deutschland wesentlich besser aufgestellt. Super. Vielen Dank. Ich habe so ein bisschen den Chat verfolgt und wollte da ein paar Sachen beantworten, als jemand, der lange in Afrika gelebt hat. Ganz vorneweg, Asimoke Robinson, das ist Why Nations Fail, haben wir mehrfach angesprochen. Institutionen sind ganz zentral für das Funktionieren auch von Wirtschaft. Man darf aber nicht vergessen, dass in diesem Buch auch gesagt, dass auch Zentralisierung zentral ist. Darum wird auch gesagt, dass das Staaten wie China oder seinerzeit auch die UdSSR erstmal gut funktioniert haben, weil sie es geschafft haben, durchaus nicht inklusiv, aber Ressourcen gesteuert auszugeben und nicht irgendwo die in verschiedenen kleinen Bereichen versacken zu lassen. Laut Acemoglu und Robinson läuft sowas aber aus und das ist etwas, worüber man als Europa hoffen kann, dass man an China wieder vorbeikommen kann. Das ja nun aktuell nicht sehr inklusiv funktioniert. Dann die Fragen zu Afrika, die immer wieder aufgetaucht sind. Zum einen vorneweg, auch in Afrika ist die Armut stark gesunken in den letzten 20 Jahren. Ich habe das erlebt, ich war das erste Mal, ich glaube 2005, im kleinen Land Benin, in der Hauptstadt Cotonou. Das war so ein kleines Dorf, in dem nichts passiert ist. Mittlerweile, ich war vor 15 Jahren da, die sind immer noch sehr arm. Aber trotzdem gibt es mittlerweile da auch Schulen, Krankenhäuser und Straßen ins Land hinein. Wenn Sie mal nach Kenia kommen, ist das ein Land, das mittlerweile Middle-Income-Country ist, da verhungert niemand mehr oder nur noch ganz selten mal jemand. Und man ist natürlich immer noch deutlich ärmer als in Europa, aber das hat sich deutlich verbessert. Ne? Wenn man sich Analphabetenraten anguckt, Lebenserwartung, alles andere, das ist auch in Afrika deutlich gestiegen. Trotzdem klappt da vieles nicht und auch trotzdem muss man auch mit so Fragen wie Marktöffnung oder auch einer gewissen geplanten Abschottung von Märkten für die Entwicklung aufpassen, weil man gerne vergisst, dass in den meisten dieser Staaten so eine Art State Capture stattfindet, also dass die wenigen Regierenden sich Gesetze und auch Zollgesetze so schaffen, wie sie die gerne haben möchten. Das heißt, viele Leute, die nah an der Politik sind oder auch die Familien selbst, besitzen Unternehmen und sorgen dann dafür, dass genau diese Unternehmen besonders gute Bedingungen haben oder eben starke Zollgrenzen haben, damit eben keine Konkurrenz reinkommt. Wenn das der Fall ist, kann man natürlich nicht erwarten, dass man irgendwo geplant Zölle ändert, damit sich die Wirtschaft allgemein entwickeln kann. Man möchte eben, dass die eigenen Unternehmen das tun. Und darum ist es immer, klingt das schön und nett, aber eben ist es leider auch eine Wirklichkeit naiv zu erwarten, dass Zollpolitik gerade mit Zöllen funktioniert, weil die Interessen andere sind. Und deswegen glaube ich auch, dass auch für gerade für afrikanische Staaten der Vorteil, was der Bajani vorhin gezeigt hat, für den Konsumenten wichtiger ist, dass man zollfreie Waren einführen kann. Denn dadurch sinken eben die Preise der grundlegenden Güter des täglichen Bedarfs für die armen Menschen. Und die brauchen also, das ist relevant, ob ein Stück Seife eben 1 Euro oder 70 Cent kostet. Das ist dann tatsächlich irrelevant, dass man sich was anderes zu essen kaufen kann. Und dieser Effekt eben, dass durch Freihandel, wenn man von außen günstige Ware einführen kann, ist in den meisten Fällen für den Wohlstand der Bevölkerung wichtiger, als dass eben der Industrielle oder die Industrielle vor Ort das vielleicht anders produzieren könnte. Das wollte ich einfach nochmal loswerden, weil mir das auf den Nägeln brannte, auch wenn ich kein Panelist bin. Ich habe hier noch die Frage, die ich nochmal an Sie alle stellen möchte, weil wir das ja auch als Adenauer-Stiftung rausbekommen können. Chlorhühnchen in den USA, Verbraucherschutz gegen Salmonellen, bei uns das Argument gegen TTIP. Wie kann man die Emotionalität der Freihandelsdiskussion in der Öffentlichkeit versachlichen?
Sie alle sind Professoren oder Professorinnen in Kontakt mit normalen Menschen und nicht im Elfenbeinturm. Wie erleben Sie das? Wie können Sie in solchen Diskussionen umgehen? Wie glauben Sie, kann man die Dinge versachlichen? Und ich würde sagen, wie immer bei uns, Ladies first, Frau Kolev. Ja, vielen Dank. Diese Frage habe ich mir auch selber ausgesucht aus dem Chat und wollte unbedingt darauf eingehen, denn ich habe mich gerade vor, ich glaube, 2 Jahren mit der Wahrnehmung der Bevölkerung zum Thema Freihandel beschäftigt und zum Thema Protektionismus, habe die Präferenzen der Bevölkerung für diese 2 Begriffe untersucht. Und was man da feststellt, ist ganz klar, das spielt die Informiertheit der Bevölkerung eine sehr wichtige Rolle. Also diejenigen, die ganz objektiv nach objektiven Kriterien, also das waren so Aussagen zu der Ausgestaltung der EU, anhand deren man prüfen konnte, wie sehr die Befragten tatsächlich informiert sind und nicht nur behaupten, informiert zu sein. Aber diejenigen von den Befragten, die besser informiert sind zu politischen Fragen, haben auch in der Tendenz höhere Präferenzen geäußert zum Thema Freihandel oder für den Freihandel. Und sie haben den Begriff Protektionismus wesentlich kritischer gesehen. Ich denke, dass es eine sehr wichtige Strategie ist, die Europäische Kommission mittlerweile auch verfolgt, nämlich die verschiedenen Stakeholder mit einzubeziehen in den Dialog zum Thema Freihandel. Da hat sich sehr viel seit der TTIP-Debatte getan, denn gerade die TTIP-Debatte hat diese Diskussion auch angestoßen. Also in der Zeit davor waren die meisten Freihandelsabkommen reiner Natur, also im Sinne von, sie haben einfach Zölle abgebaut und wir Verbraucher waren nicht so sehr daran interessiert, während die TTIP-Debatte oder beziehungsweise die Verhandlungen zu TTIP auch weitere Bereiche umfassten, also auch die Produktstandards, das Beschaffungswesen, also öffentliche Aufträge, die Daseinsversorgung und so weiter und so fort. Und da haben wir uns alle viel mehr angesprochen gefühlt und wollten viel mehr wissen. Das war aber für die Kommission neu, also für die Politiker, die sich damit beschäftigen, war das eher neu, dass die Verbraucher sich so sehr dafür interessieren. Und dann mussten sie relativ schnell auch die Informationen, die sie nach außen geben, steigern, viel mehr mit der Bevölkerung in Dialog treten. Und das hat in den ersten Jahren erstmal nicht funktioniert, aber in der darauffolgenden Kommission mit der Kommissarin Cecilia Malmström hat das, denke ich, sehr gut funktioniert. Da wurden sehr viele Stakeholder-Meetings organisiert. Es wird auch ein Bürgerdialog, also findet immer wieder statt an unterschiedlichen Standorten. Und für mich persönlich ist das ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, denn ich habe auch als eine Forscherin, die sich mit dem Thema befasst, vielmehr auch selber den Eindruck, dass diese Politiker in Brüssel greifbarer geworden sind, auch durch die Online-Events in dem letzten Jahr, wo man sie einfach mal direkt ansprechen kann. Also ich denke, dass da einiges in die richtige Richtung getan wurde. Information ist der Schlüssel dafür, dass mehr Akzeptanz für den freien Handel auch herrscht. Okay, danke. Herr Hennecke, was ist Ihre Erfahrung? Also Information ist immer gut, ne? Also das ist auf jeden Fall richtig. Vielleicht noch etwas grundsätzlichere Überlegungen zu dem Thema. Das sind ja im Grunde diese Chlorhühnchen-Diskussionen und anderes, das sind ja Ausdrücke so einer Erregungsdemokratie, in der wir uns bewegen, ne? Wo wir also sehr schnell auf Empörungsniveau kommen. Ne? Also allein, wenn man das sieht, was letzte Woche da mit dieser alles dicht machen Bewegung da gewesen ist mit diesen Schauspielern, ne, was da an Tumult drumherum entstanden ist, ne, also diese hohe moralische Aufladung von für und wider, also das ist wirklich ein Punkt, an dem wir bei vielen Themen leiden, ne, dass wir nicht mehr Meinungsverschiedenheiten aushalten und sie nicht sachlich austragen können, sondern gleich moralische Verkommenheit und anderes unterstellen, wechselseitig. Das ist schon eine große Gefahr, weil damit die Rationalität von auch Informationsprozessen, ne, verloren geht, ne, und die Rationalität von Entscheidungsprozessen in der Politik verloren geht. Das heißt, das ist, glaube ich, ganz wichtig so im Sinne der, ich bin jetzt hier auch bei der Adenauer Stiftung, im Sinne der politischen Bildung, auch so mal einen Politikbegriff zu bewerben, der jetzt nicht auf die Rettung der Welt aus ist, ne, und der sozusagen das Paradies auf Erden schaffen soll, sondern der, sagen wir, im Sinne von David Hume
ganz pragmatisch versucht, Probleme zu lösen, ne, der realistisch diesseitig angelegt ist, ne, der sozusagen versucht, mit Dingen, die da sind, umzugehen und Lösungen zu finden, anstatt der Politik jetzt sozusagen Heilserwartungen zuzumessen. Ne. Und das Zweite, was in der Richtung von Frau Kohlef dann läuft, die ökonomische Bildung. Na, wir haben ja in Deutschland ein sehr unterschiedliches Niveau, was in den Schulen das Thema ökonomische Bildung angeht. Wir haben hier in Nordrhein-Westfalen jetzt ein Schulfach Wirtschaft, Politik, das versucht, das etwas abzubilden. Das ist allerdings, wenn man da genauer hinguckt, auch doch sehr rudimentär, was da an Änderungen passiert. Aber natürlich ist es ein wichtiger Schritt, dass man auch ökonomische Bildung, nicht wie das zum Teil passiert, auch stigmatisiert, ne, und sozusagen als Kapitalismusschule sozusagen da brandmarkt, sondern dass man ökonomische Grundbildung, ne, für Verbraucher, auch für das Unternehmertum als Berufsperspektive auch schärft, dass man die Urteilsfähigkeit von Bürgern, von Wirtschaftsbürgern stärkt. Ne, da haben wir, glaube ich, große Defizite, das sozusagen auch in den Alltag der Schulen reinzubringen und das, was Wirtschaft ausmacht, auch zu vermitteln. Also das sind mal zwei pädagogische Zugänge, die ich mal hier in die Runde werfen will, die jetzt auch nicht akut und kurzfristig helfen, aber das sind, glaube ich, Orientierungsfragen, an denen auch Stiftungen in der Bildungsarbeit auch arbeiten sollen. Ja, danke, dass Sie uns hier noch bedacht haben. Genau, das tun wir. Genau, das kann ich sehr unterstreichen und gebe die Frage weiter an Herrn Rebejani. Ja, ich wollte eigentlich auch mit einem Lob starten für diese Veranstaltung und für das Versammelband. Und zwar, weil ich wirklich glaube, dass das der Weg ist. Also was im Moment fehlt in Deutschland und in vielen anderen Ländern auch, aber gerade in Deutschland sehe ich das sehr stark, ist diese Brücke, eine Brücke zu bilden zwischen Wissenschaft und Bevölkerung. Ich sehe da zum einen ein Medienproblem, dass wir wirklich in der medialen Welt eine ziemliche politische Schlagseite haben. Und das ärgert mich insbesondere hinsichtlich der öffentlich-rechtlichen Medien, die eigentlich zu einer Neutralität verpflichtet wären und die eigentlich auch zu einem gewissen Niveau verpflichtet wären. Jetzt nicht bei Wetten, dass oder so, sondern eben auch in ihrem Auftrag als Bildungsträger. Und dieser Forderung werden sie meiner Meinung nach in den letzten Jahren, wurden sie überhaupt nicht gerecht. Und das ist eine der großen Hürden, die wir haben, weil durch die Medien werden dann diese Schlagworte so besetzt und politisch konnotiert. Und das ist ein Problem, weil dann dagegen zu kämpfen, also anzukämpfen, wird wirklich mühsam. Und die zweite Problematik ist, dass sich die verehrten Kollegen, Kolleginnen aus der Forschung in den letzten Jahren immer, also sehr häufig dezent zurückhalten. Es gibt wenig Professoren, die wirklich dann, also die eine aktive Rolle in der politischen Diskussion haben. Also die lassen sich an einer Hand abzählen, obwohl eben in der Wissenschaft die Dinge, die wir heute gesagt haben, relativ unstrittig sind. Aber hier gibt es ein Problem der Bildungspolitik oder eben eher so der Forschungspolitik, dass für Uniprofessoren heutzutage kommt es eben darauf an, viel zu forschen, viel zu publizieren. Und für deren Karriere spielen solche öffentlichen Auftritte oder so ein Bildungsauftrag kaum eine Rolle. Und hier würde ich auch eine Schraube sehen, an der die Politik unbedingt drehen müsste, dass es wieder sich für diese hochverehrten Kollegen mehr lohnt, auch in solche Aktionen zu investieren. Da bin ich schon mal dankbar, dass Sie drei Professoren jedenfalls also mal so rauskommen und sich hier der öffentlichen Debatte stellen. Es ist schon 19:25 Uhr. Leider neigt sich die Diskussion dem Ende entgegen. Ich hätte noch eine halbe Stunde mehr gemacht, aber es ist nun mal diskutiert. Ich würde Sie darum jeweils bitten, so mein 2- bis 3-minütiges Abschlussstatement, was Sie denken, was Sie mitnehmen aus der Diskussion. Und den machen wir in derselben Reihenfolge und beginnen dann mit der Frau Kohlef. Ja, zunächst möchte ich die Gelegenheit nutzen, um mich noch einmal zu bedanken für diese Veranstaltung, für die Gelegenheit, dabei zu sein.
Diese Veranstaltung ist ja im Sinne der letzten Frage auch wunderbar einzuordnen. Also solche Veranstaltungen, solche Diskussionen ermöglichen ein Forum, wo wir uns über die wichtigen Aspekte austauschen können, die uns im Zusammenhang mit dem internationalen Handel, mit der Globalisierung beschäftigen. Und was ich persönlich mitnehme, ist, dass es kaum möglich ist, in anderthalb Stunden das Thema zu umreißen und die verschiedenen Facetten so zu beleuchten und so sehr darauf einzugehen, dass ich selber mit einem befriedigenden Gefühl aus der Veranstaltung dann rausgehe. Es ist ein hochkomplexes Thema natürlich und ich bin immer gerne auch dabei, wenn es weitere Diskussionen zu diesem Thema gibt. Ich nehme mit auch, dass es ein spannendes Thema auch für das breite Publikum ist, dass wir viel mehr von diesen Diskussionen brauchen und dass die Konrad-Adenauer-Stiftung sich da sehr viel engagiert in diesem Kontext. Nicht nur die Publikation hat das gezeigt, auch eben die Vorstellung und da hoffe ich eben, dass das in der Zukunft auch so bleibt. Vielen Dank. Henneke, machen Sie gleich weiter? Kann ich gerne machen. Ja, wenn ich was gelernt habe jetzt beim Zuhören bei den beiden Kollegen oder was mir immer bewusster geworden ist, dass es eine ganze Reihe von spannenden Fragen gibt, die Politik lösen kann ohne Geld. Das heißt, wir haben ja sehr viel gerade gesprochen über die Bedeutung von Regeln, von Handelsregeln, Wettbewerbsregeln, Offenheit von Märkten, Innovationsprozessen. Das heißt, wir haben uns ja, sagen wir jetzt auch durch die Corona-Krise angewöhnt, dass der Staat irgendwie das Geld mit vollen Händen ausgibt und versucht, da die Milliardenbeträge zu jonglieren. Wir werden abwarten, was dann die EU dann mit ihrem Geld alles anfängt, wenn das mal irgendwie freigegeben ist. Aber im Grunde haben wir gerade jetzt die letzten Stunden doch erlebt und mitbekommen, es gibt ganz viele Themen, von denen Wachstum, von dem Freiheit, von dem Wohlstand abhängt, wo Politik ohne Geld eigentlich viel machen kann, indem sie Wettbewerb ermöglicht, indem sie Offenheit ermöglicht, indem sie faire Rahmenbedingungen garantiert für Marktteilnehmer und sozusagen der Entwicklungschancen eröffnet. Das ist ein Thema, das vergessen wir immer, weil wir von Politik immer erwarten, dass sie damit mit großen Gießkannen das Geld verteilt im Land und irgendwelche Ergebnisse erzielt. Aber das Denken in Regeln, in Institutionen, in Rahmenbedingungen, das ist etwas, was wir dann in Zeiten auch knapper Kassen wieder etwas mehr beherzigen sollten. Ich glaube, das wird uns auch helfen. Ja, ich habe mich auch sehr über die heutige Runde gefreut. Ich habe einiges für mich gewonnen, vielleicht insbesondere zwei Sachen. Also zum einen diese Verbindung von Freihandel, Konsumstruktur und Klimawandel. Die war mir gar nicht so bewusst, aber da das auch eins, also gerade dieser Link über die Konsumstruktur einer meiner Spezialgebiete ist, werde ich mich da sicherlich nochmal mehr informieren. Das Thema finde ich sehr spannend. Und ansonsten ist mir sehr positiv aufgefallen, die Qualität der Rückfragen. Hier im Chat, das kenne ich auch ganz anders aus anderen Diskussionsrunden. Also vielleicht merkt man hier, dass die Konrad-Adenauer-Stiftung dann doch Menschen anzieht, die ein etwas anderes Niveau haben. Und zum Beispiel finde ich sehr interessant und ein absolut zentrales Thema, diese Fragen zur Transition. Ja, weil klar hat Globalisierung, hat Freihandel kurzfristig, kann es auch Verwerfung mit sich bringen und was dort die optimale Strategie ist, also wie dort der Staat angemessen intervenieren könnte, das ist in der Tat vielleicht eine der entscheidenden Fragen, die eben auch für die Akzeptanz sorgen könnte, die dann Freihandel wiederbekommt bei den breiten Massen. Also das nehme ich sehr gerne mit und auch so als Anregung für weitere Studien. Ja, dann auch wirklich recht herzlichen Dank von meiner Seite an die drei Panelisten. Das war natürlich eine sehr fruchtbare Runde mit Sichtweisen aus verschiedenen Perspektiven, die wir gut zusammengepasst haben. Also von mir aus jederzeit gerne wieder. Ich nehme vor allem auch mit, dass man, wie Sie sagen,
darauf Wert legen, sondern auch in der Diskussion, dass man darauf hinweist, dass gerade der Konsum stark profitiert vom Freihandel, dass man auch über reine monetäre Dinge hinausdenkt, dass auch eben Ideen, Kultur, Freiheit ausgetauscht werden über offene Märkte. Fragen Sie mal in Nordkorea nach, was, wie das zusammenhängt, oder in Eritrea. Und dass natürlich, wie auch immer im Leben, Dinge komplex sind und die einfachen Antworten oft nicht existieren. Und gerade deswegen empfehle ich auch allen Zuschauern, sich das Plädoyer für den Freihandel anzusehen, gerne auch zu nutzen für ihre eigenen Diskussionen, die sie führen. Wir haben ja durch die Umfrage klargestellt, dass die meisten von Ihnen dem Freihandel gegenüber positiv gestimmt sind. Darum freuen wir uns, Sie als Alliierte zu gewinnen in unserem Versuch, den Freihandel allgemein besser dastehen zu lassen. In der Question and Answers oder F&A Bereich, auf den Sie ja alle klicken können, sehen Sie den Link. Das ist die vorletzte Frage von Georg Schneider gepostet. Da finden Sie den Link zu dem Plädoyer für den Freihandel als PDF-Version. Wenn das mit dem Link nicht funktioniert, gehen Sie bitte auf die Homepage kas.de. Da gibt es eine Suchfunktion oben rechts. Wenn Sie da eingeben, Freihandel, bekommen Sie die, auch direkt diese Studie. Da finden Sie auch andere spannende Dinge, zum Beispiel auch gibt es ein Überblickspapier über den CO2-Grenzausgleich, den wir vorhin diskutiert haben und nicht ausgiebig diskutieren konnten. Wer da noch Interesse dran hat, findet auch dort. Geben Sie einfach ein. Wie Sie sehen, bei diesen Veranstaltungen im virtuellen Raum einfach nichts überreichen kann. Das klappt so nicht. Wir warteten darauf, bis wieder Präsenz da ist. Wenn die Studien gedruckt vorliegen, schicken wir sie auch an die verschiedenen Landesbildungsbüros der Adler-Stiftung, also auch dann in dasjenige hier in Bonn, wo man sie dann kostenlos abholen könnte. Ja, soweit von mir. Ich wünsche allen einen schönen Abend. Setzen Sie sich ein dafür, dass Freihandel als positiv verstanden wird. Ich denke, wir haben dafür gute Argumente geliefert. Und ich freue mich auf weitere Diskussionen in dieser Runde und zu diesem Thema und wünsche Ihnen einen schönen Abend und eine gute Woche. Auf Wiedersehen. Ja.